So, Freunde. Neue Summon-Animation. Neues Glück. Let's go. Neue Summon-Animation, neues Glück. Komm schon. Thales, bitte. Okay. Aus dem Animation konnte man nicht viel rausnehmen. Wir gehen aber Super Saiyan 2 immerhin. Super Saiyan 2. Okay. Let's go. Chichi. Also, um ehrlich zu sein, ist mein Gefühl direkt wieder. Scheiße, Alter. Da wird nichts kommen. Nee. Was geht ab, meine Z-Fighter Hauser hier? Und heute kam das wohl beste Update, unter anderem eines der besten Updates für das globale Dokkan Battle, nämlich Update 3.13.1. Wir werden uns gleich alle Informationen ansehen, was hinzukam, die neuen Summon-Animationen, das Francis im Update und. Aber auch so weg, so geil das Update auch war, da ist irgendwas passiert. Da ist irgendwas passiert, Freunde. Denn manche LR haben nicht ihren normalen Background, sondern die haben diesen ekligen Diamond-Background. Was? Wie sieht denn das aus bei Goku Black und Rose? Irgendwas, Freunde. Diesen Diamond Background haben normalerweise nur Charaktere, die man auf Uhr erbringt, okay? Wie zum Beispiel der Dude hier. LR waren eigentlich einzigartig, dass sie das nicht hatten, sondern ihr LR Artwork Background. Ich glaube stark und ich hoffe, dass da beim Update irgendwas falsch gelaufen ist. Weil nicht alle LRs, zum einen wurde das nicht bei allen LRs, geändert, zum Beispiel hier bei Mighty Mess, das sieht für mich verbuggt aus, weil hinten ist immer noch so ein bisschen sein Hintergrund, ansonsten ist dann Diamond Background einfach so dazwischen geschoben, zwischen den Ebenen. Ich glaube und hoffe, da ist beim Update irgendwas falsch gegangen, ich hoffe, das wird wieder zurückgeändert, das muss wieder bitte zurückgeändert werden. Also jedem das seine, jeder sein eigenen Geschmack, aber ich finde LR, gerade weil es LR sind, guck mal, wie das bei LR so aussieht. Das darf nicht sein, Freunde, wir brauchen die Backgrounds auf jeden Fall, deswegen steigert euch da nicht zu sehr rein, wir müssen abwarten, was da abgeht. Ich hoffe und denke stark, dass es ein Bug ist oder dass beim Update eben was falsch gelaufen ist. Aber kommen wir mal selbst zum Update. Was kam denn hinzu? Nun, wir gucken uns alles detailliert an, weil es kamen wirklich geile Sachen hinzu. Zum einen aber, im letzten World Tournament gab es ein Problem. Das wurde eigentlich schon damals gefixt. Jetzt kam die Meldung erst jetzt raus. Also, ja, morgen beginnt das World Tournament ab 8.30 Uhr. Ab dann ist wieder alles gut. Und dann haben wir, das hat JP erst gestern oder vorgestern bekommen, ich glaube gestern zu Allegrate Simon, haben wir jetzt auch auf Global 180 Charakter-Slots bekommen. 180 Charakter-Slots. Easy, ganz cool. Zum Beispiel das perfekt, also wirklich, deswegen ist das Update so perfekt. Jetzt habe ich zum Beispiel 830, davor hatte ich 180 weniger Logo natürlich und musste immer Charaktere verkaufen hin und her, damit ich die Great Simon bekomme. Es war aufwendig, aber jetzt verläuft es auf jeden Fall zum einen einfacher, weil wir 180 Charakter-Slots einfach so bekommen, aber zum anderen können wir auch mehrere Charaktere auswählen. Kommen wir gleich dazu. Und wir kommen auch gleich zur neuen Summon-Animation, zum neuen Banner. Da werden wir auch sammeln, werde ich euch gleich erzählen. Aber zum Update selbst, was kam denn rein? Jetzt sind wir beim Update. Und zwar, wie gesagt, die neuen Summon-Animationen kamen rein. Wir werden gleich sammeln, wir haben nämlich 8 Tickets bekommen, 7 SR-Tickets für den Banner. Da droppen mindestens garantiert SR, aber auch höher mit den 7 Tickets. Und ein garantiert SSR-Ticket. Heißt, ein SSR ist garantiert auf jeden Fall für uns. Wir schauen uns das gleich hier gleich an. Soll quasi einfach zur Feier sein der neuen Summon-Animation. By the way, Summon-Animation, wundert euch nicht, indem ich das Ganze aufnehme, ist das Talis-Banner zum Beispiel offline und das Double Rate Banner kommt erst ab 11 Uhr online. Wenn ihr das Video ansieht, sollte schon alles online sein. Okay, dann wurden jetzt quasi, das Geile ist, man kann jetzt mehrere Items und Charaktere auswählen. Davor konnte man immer nur 10 auswählen, die man verkauft hat oder an sich markiert hat. Jetzt kann man es bis zu 99. Richtig geil, zeige ich euch gleich. Und ja, gilt eben auch für die Training-Items, Sport-Items, für die ganzen Items, wenn ihr sie verkaufen wollt, im Barbershop zum Beispiel. Dann haben wir jetzt nun quasi auch unser Friend-System-Update. Wir haben jetzt nun einen Filter für das Friend-System, schauen wir uns gleich an. Wir haben jetzt quasi, wir können jetzt bis zu 100 Friends annehmen, davor waren es 70, alright, alles cool. Und wir haben eine Friend-Supporter-Funktion, haben wir uns JP damals angeschaut. Wir können jetzt quasi einen Charakter wählen, den unsere Friends sehen im Friend-System. Heißt, dieser Charakter, den wir wählen, wird allen anderen Spielern angezeigt. Schauen wir uns gleich an. Okay. Dann haben wir noch hier quasi, was hier dran steht, ist, wenn man kann jetzt zu gewissen, zum einen, bei der, was mir auch gefallen ist, glaube ich, wenn man Training Locations auswählt, ist der Confirm-Button direkt runter, davor war es ganz unten, gucken wir uns gleich an, wenn mich alles täuscht, aber zum anderen kann man von gewissen Seiten direkt auf die Seite zurück, wo man zuletzt war,
mehr oder weniger. Ich habe noch nicht herausgefunden, welche Seiten das waren. Müsste man quasi ein bisschen beobachten, was da abgeht. Ansonsten haben wir jetzt quasi Modify the Function to Remove Stack. Ah, das zeige ich euch auch gleich, was es war. Kommen wir gleich noch zurück. Fix some Bugs. Das muss man am besten zeigen. Und ja, ansonsten gab es ein paar Anfassungen am User Interface. Jetzt gehen wir mal die Punkte ganz kurz durch. Ich habe sie auf mein Handy, da habe ich gesehen, was abging. Nämlich Summon Animation. Da werden wir gleich summon. Dann haben wir quasi hier, wir können mehrere Charaktere auswählen. Sei es, wenn wir jetzt mehrere Charaktere verkaufen wollen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die wähle. Ja, normalerweise konnte ich nur 10 wählen. Schaut mal. Boom. Moment. Und jetzt seht ihr auch schon, ich habe 13 schon gewählt. 13 von 99. Ihr könnt bis zu 99 Charaktere auswählen. Ist jetzt vor allem geil für diejenigen, die alle Great Simons haben wollen. Da könnt ihr den ganzen Überschuss direkt abhauen. verkaufen. Oder direkt im Barbershop zum Beispiel, wenn ihr irgendwas verkaufen wollt. Sagen wir mal Awakening Medals, dann können wir jetzt quasi hier direkt, boom, bis zu 999 wählen. Ja, wir verkaufen mal einen von denen, weil für die heutige Purunga-Mission, The Legend of Purunga, muss man ein Item verkaufen. Im gestrigen Video aus den Leaks stand dran, dass man eins kaufen muss. Das war aber quasi, das wurde geändert. Deswegen habe ich gesagt, Änderungen vorbehalten auf jeden Fall. Dass das geleakt wurde, wisst ihr, ist zwar geleakt, aber es kann sich ändern. Es wurde geändert für die heutige Purunga-Mission, habe ich auch auf meinen Social-Media-Kanal gepostet, müsst ihr ein Item verkaufen. Ihr habt gerade gesehen, wie das läuft. Alright, dann haben wir noch quasi unseren Friend-Filter, Friend-Summon-System-Update. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt irgendein Event wählen oder irgendeinen Friend suchen, gehen wir jetzt mal auf irgendeine Stage einfach hier. Ja, Thales natürlich, Thales-Stage. Den Boy, den ich nicht hab. Noch nicht hab. Schauen wir mal, da ist schon noch ein Fuffi drin, ja. Im Endeffekt werde ich dann auch mutig am raushauen. Ihr werdet jetzt aber am Anfang des Videos sehen. Drückt mir die Daumen, Freunde. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Ihr seht das von der Zukunft, aber auch was vom vergangenen heutigen Video. Alles ist Wirrwarr zum neuen Update. Aber was jetzt hier wichtig ist, schaut mal, wir haben hier einen Filter-Button. Ihr klickt auf Filter und dann könnt ihr die Friendlist filtern. Ich will jetzt zum Beispiel mal einen Movie-Boss-Leader, boom, nämlich genau Thales. Dann filter ich das nach Thales. Ich habe Movie-Boss ausgewählt, Agile-Type, Extreme-Class und boom, mir werden dann Thales angezeigt. Endlich kam das rein, Freunde. Endlich kam das rein. Alright, so viel dazu. Dann haben wir noch hier an der Stelle, ja, wir können jetzt bis zu 100 Freunde annehmen. Unsere Friend-List an sich wurde erhöht, könnt ihr mir gerne abchecken. Und jetzt mit dem Friend-Supporter, boom. Normalerweise war es ja immer so, wenn wir ein Team benutzt haben, sagen wir, ich benutze dieses Team oder habe dieses Team jetzt gesetzt, habe dieses Team gewählt, dann wird mein Friends Ultra Instinct Goku angezeigt in der Friend-List, wenn sie mich sehen. Aber jetzt sehen sie meinen Friend-Supporter, den Charakter, den ihr wählt, ich habe jetzt mal schon Vegeta gewählt, den sehen sie in der Friend-List. Habt ihr zum Beispiel die Ginyu gewählt, heißt, jetzt seht ihr die Ginyu Force, beziehungsweise LR Ginyu als Leader bei mir, wenn ihr mich in der Friend-List findet. So einfach ist das zu erklären an der Stelle. Genau, und dann wegen den, dass man von einer Page auf die andere springen kann oder zurück zur letzten, muss man mal abwarten oder beobachten. Ich habe da keine Page genau herausgefunden, wie genau das bei welcher Seite funktioniert. Aber ansonsten haben wir, jetzt wenn wir Charaktere ändern, das war Punkt 7. Normalerweise, wenn wir Charaktere ändern, war es immer so, zum Beispiel, ich will jetzt hier LL Vegito Blue raus haben, für, sagen wir mal, hier einfach nur jetzt, ja, keine Ahnung, wo ist der, Tech Vegito Blue, okay. Hauen wir mal hier Tech Vegito Blue rein. Dann hat man entweder das so geändert, auf Change gedrückt, oder man hat auf Change All gedrückt und dann muss man den Charakter suchen, zum Beispiel jetzt Tech Vegito Blue, wie ich wieder raussuche für LL Vegito Blue, da musst du den Charakter den anklicken und dann wieder hoch. Jetzt aber anders, jetzt könnt ihr hier in der unteren Leiste bereits die Charaktere entfernen. Hier in der unteren Leiste, zum Beispiel, boom, 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 dann gehen die direkt raus. Das heißt, ihr müsst die Charaktere nicht in eure Liste suchen, in eure Charakterliste, sondern ihr könnt sie von hier direkt raushauen. Statt den Remove All Button zu klicken, ja. Weil normal, also man könnte auch normalerweise den Remove All Button klicken, aber wenn ihr quasi nur einen einzelnen Charakter raushauen wollt und den nicht ewig finden wollt, zum Beispiel Tech Vegito Blue, dann haue ich den raus und tue LL Vegito Blue wieder rein. Das wurde auch geändert hier an der Stelle. Ein paar Bugfixes gab es, ein paar User-Interface-Anpassungen. Und ansonsten wäre es das so viel zum Update selbst, Freunde. Wie gesagt, das kam alles rein. Wegen den Diamond-Background gucken wir mal. Ich hoffe, das wird noch geändert. Ich hoffe, das war ein Bug. Die Meldung ist hier immer noch dran, weil wie gesagt, die Banner, die normalen Banner kommen erst ab 11 online. Aber wir haben jetzt noch diese Banner hier, diesen Banner hier. Nämlich, wir bekommen hier, das ist zu der Feier der neuen Summon-Animation, 7 SR-Tickets, garantiert ein SR oder höher, und ein SSR-Ticket. Ja, die holt ihr euch eure Giftbox und dann können wir summonen. Wir summonen auch mal und dann schalte ich auch mal den Ton an, ja, um die neuen Summon-Animationen zu ehren hier. Weil ich will auf jeden Fall wissen, wie sich das Ganze anhört. Also machen wir mal hier ganz kurz ein Music an. Und dann lacht, ich glaube, ich lasse das mal so, dann sollte es passen. Und wie gesagt, hier, in dem Banner sind auf jeden Fall Featured-Charaktere, ihr könnt euch gerne ansehen. Die Rates sind 10% für den SR-Charaktere, 5% für Featured, 5% für nicht gefeatured. Aber auch alle LRs sind in diesem Banner, heißt, wir haben ja 8 mal die Chance, einen LR zu ziehen. Außer LR Virus und LR Vegito und Gogeta natürlich. Also, es geht, Freunde, wir fangen mal mit den 7 SR-Tickets an, hauen die hier mal an der Stelle raus. Bin ich echt gespannt.
Ich will einfach nur die neuen Summon-Animationen sehen. Einfach nur die neuen Summon-Animationen. Let's go. Goten, alright, Goten. Oh, es ist so geil, das endlich mal zu sehen auf Global auch. Baseform an der Stelle. Warte, hier sind nur S und höher. Wenn mich alles täuscht. Okay, mich hat alles getäuscht. Ach so, ja. Ich habe auf den Crackstream gehofft, aber Baseform kann ja auch ein S droppen, ja. Aber dass aus dem Baseform ein S droppt, ist schon selten. Also habe ich an der Stelle auf den Crackstream gehofft. Egal, kam nicht. Ich wünsche euch an der Stelle, wie gesagt, sehr viel Glück bei euren Summon-Animationen, beziehungsweise bei euren Summon mit den Tickets. Ja, aber jetzt komm schon, gib uns mal geilere Animationen. Wir hatten jetzt einfach nur Goten, einfach nur Chaozu. Wir wollen ein bisschen Hype mitnehmen. Komm schon, Game. So muss den 1 kann auch ein SR sein oder höher. Ist an der Stelle ein SR. Okay. Komm schon, komm schon. Ja, mit den Tickets bekommen wir nur mindestens SR. In diesen Banner sind nur SR oder höher. Logo. Aber komm schon. Ein, zwei geile Animationen. Bisschen geiler. Bisschen mehr Charaktere am Start. Wir kriegen bis jetzt immer nur ein nach dem anderen. Das gibt's doch nicht. Egal, was soll's. Nein, gib uns doch Super Saiyan. Hey, Game? Game, hör doch auf, bitte. Warte mal. Warum? Ich wollte nur Standard-Hype. Standard-Hype, nicht exklusiven Hype. Gib uns ein, zwei Charaktere mehr und Super Saiyan 2. Mehr will ich nicht. Ich will nur ein bisschen Hype mitnehmen. Standard-Hype, okay? Was war denn das gerade? Schau, danke schön. Schon besser. Jetzt haben wir drei Charaktere. Ja, einfach nur fürs Bild. Einfach nur, dass ein bisschen mehr aus, geiler aussieht. Und Super Saiyan 2 kriegen wir noch, oder? Ja, perfekt, perfekt. Perfekt. Nice. Schon ein bisschen mehr, bessere Hype auf jeden Fall. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst in Zukunft. Und joint den Hashtag auf Z-Fightern. Wir haben noch drei Tickets, beziehungsweise dann auch noch ein SR garantiert. Macht, wir machen ein Group-Sign bei dem SSR garantierten, okay? Dann zieht jeder von uns auf jeden Fall ein SSR. Lasst mich dann in den Kommentaren wissen, was ihr gezogen habt nachher. Oder postet mir auf den Social-Media-Kanälen, wo ihr Bock habt. Wie gesagt, alle Links in der Beschreibung. Let's go! So, Super Saiyan sind wir an der Stelle. Wir hatten Buu und Chaozu, okay? Das ist auch nur Super Saiyan wieder, ne? Oh. Okay, bei mir, ne. Ich glaube, bei mir sind die Summon-Animationen immer noch nicht angekommen. keiner weiß, legit, keiner weiß. Gib mal ein bisschen mehr Hype, mein Freund. Na, okay, nein. Da keine Fusion. Da kommt keine Fusion. Warum musste ich das direkt? Weil, wenn Vegeta auftaucht, dann muss Goku sich direkt zum Super Saiyan verwandeln, wenn ihr auf den Button klickt. Und dann musst du noch ein, zwei andere Sachen sagen, damit dann Fusion kommen könnte. Aber da es nicht direkt gemacht hat, ja, wusste ich sofort. Aber Vegeta-Hype. Vegeta-Hype ist immer. Einfach, wir spielen einfach Global. Endlich kam das Update. Zwar mit dem Summon-Animation, mit dem Friend-System. Nochmal. Was? Jetzt ist er in den Super Saiyan. Oh mein Gott. Das hat so ganz kurz gestoppt. Ey, seht ihr? Schon neues Summon-Animation, schon ist mehr Hype da. Möge man meinen. Kein SSR auf den 7 Tickets. Aber wir haben jetzt zum Glück noch ein. Ah, wir haben noch ein Ticket. Ah ne, das ist SSR garantiert. Freunde, wenn ihr mitmachen wollt, Group Summon, let's go, nehmt euer SSR garantiert Ticket. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich gerade. Aber am Ende haben wir noch zweimal Vegeta Hype bekommen. Hoffnung auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall mehr Glück als ich gehabt. Pff, wir kommen hier nur ein Dude, der dann nebenbei vorbeifliegt. Ich zähle runter und dann legen wir los. 3, 2, 1, go! Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gezogen habt hier an der Stelle. Hier sind auch LR drin natürlich. Ich hoffe wirklich, dass ihr LR zieht, so ist nicht. Ja, neue Summon-Animationen sind da. Mit Videl. GG! Aber ja, was soll man erwarten? Aber ich wirklich, also, um ehrlich zu sein, es hätte besser laufen können. Aber Freunde, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück mit den Tickets. Bei den Summon auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war alles zum neuesten Update. Ich guck mal ganz kurz rein, ob irgendwelche neuen News reinkamen. Nope, kam nicht. Aber wie gesagt, wenn sich irgendwas ändern sollte wegen dem Diamond Background, lasst euch auf jeden Fall so schnell wie möglich auf den Social Media Kanälen wissen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.